Schau mal nach. Sind wir nicht bereit für den dritten Arena-Kampf? Bin jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, Paddox können wir mal Schaufler beibringen. Das ist ja ein TM, die wir bekommen haben. Ja, vergiss mal Metallklaue. Ja, versuchen wir es mal. Versuchen wir es einfach mal. So. Herr Kitty, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance. So viel ist sicher. Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Feuerrote Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir... Ja, in der letzten Folge gingen wir zu MS Anne. Wir sind zwar immer noch da, aber nicht mal lange. Und wir haben auch unseren Rivalen herausgefordert. Und ja. Ja. Und was ich auch noch sagen möchte ist, ich habe jetzt auch einen Plan, wie ich mein Let's Plays... wie ich es Anteil... so einteile, wie ich meine Let's Plays hochlade. Ich werde es halt so machen, dass ich halt am Wochenende halt immer eine Upload-Session mache, also und jetzt die Zeit nehme ich immer auf, also nicht Upload-Session, sondern Aufnahmesession. Sorry. Wollte eigentlich Aufnahmesession sagen. Ja. Und dann später an den Wochentagen wird hochgeladen. So mache ich's. Ja. Und da ist der Kapitän. Ups, das geht mir gar nicht gut. Ups. Daniel massiert den Kapitän. Den Rücken. Rubbel, rubbel, schrubb, schrubb. Ja. Ja, wie geht's? Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Arr. Möchtest du den Umhang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist es zu übel. Genau, nimm einfach das hier. Damit bringst du dein Pokémon dem Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. VM1 erhalten, super. Wenn du den Zerschneider einsetzt, dann kannst du kleine Bäume verfällen. Arr, probier es doch mal bei den Bäumen um. Oranje sieht ja aus. Arr. Ja, arr, arr. Boah, manche Techniken macht man besser nicht. Ja. Aber gut, machen wir weiter. Und wir haben jetzt den Zerschneider. Super. Ja, ich glaube, ich werde einfach mal für den Zerschneider einfach einen VM-Sklaven nutzen. So wie wir es beim Smaragd-Let's Play machen. Ja. Versucht aber mehr Pokémon, Feuerrot und Smaragd als Minecraft hochzuladen. Ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine Minecraft-Let's Plays mehr mache. Das kommt natürlich eh noch. Wird jetzt nur öfter Pokémon-Let's Plays machen. Darauf habe ich halt mehr Lust. Ja. Dann tschüss, MS Anne. Ah, und habt ihr auch etwas über den Mew unter den... Truck-Mythos gehört. Also ist da rechts, wo wir gerade sind, so ein Truck ist und unten Mew da sein soll. Ja, aber das war nur so eine Theorie. Und die Theorie stimmt nicht. Aber trotzdem echt cooler Mythos. Aber gut. Ja, heilen wir einfach mal. Da. So. Und ich hole mal ein Pokémon raus. Das der Schneider kann. Nehmen. Ah, wir hatten. Ah, da haben wir schon eins. Und zwar Porenta. Porenta. Ja, das nehme ich. So, VMTM-Box. Und Zerschneider. So, bringen wir es einfach mal Porenta bei. Und Porenta erlernt Zerschneider. Super. Gut, dann machen wir einfach mal weiter. Und ich schau mal nach. Sind wir eigentlich bereit für den dritten Arena-Kampf?
bin jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, Paddox können wir mal Schaufler beibringen. Das ist ja ein TM, die wir bekommen haben. Und die kann er ja lernen. Bringen wir mal Schaufler bei. Okay, vergiss mal. Ja, vergiss mal Metallklaue. Gegengesteins-Pokémon können wir sowieso auch Schaufler einsetzen. So. Wir haben ja auch Durchbruch, aber die hebe ich noch auf. Ich möchte nur noch nachdenken, welchen Teammitglied ich diese TM wirklich beibringen möchte. Aber gut. Ja, versuchen wir es mal. Versuchen wir es einfach mal. Und ja. Dann schauen wir nach, wie stark die Gegner sind. Aber warte mal, ich habe ja vergessen, Paddock zu wechseln, oder? Habe ich doch sicher vergessen, oder? Oder doch nicht? Ja, habe ich vergessen. Ja. Muss ich gleich machen. Aber okay. Ist nicht so schlimm. Schaufler. Und es ist sehr effektiv. Mit nur einem Schlag gekillt. Wir sind aber auch paralysiert. Ja, ich soll mal ein bisschen Paraheiler kaufen. Oder wie viel haben wir denn? Das muss ich noch nachschauen. Wie viel haben wir? Wir haben gar keinen. Okay, dann muss ich echt einkaufen. Ich hoffe einfach nur, dass wir treffen. Mist. Wir müssen hoffen, dass wir treffen. Come on, triff einfach mal. Yeah. Oh, sorry, ich muss jetzt vorspeeden. So können wir nicht weitermachen. Ich weiß, es ist Kampf, aber ich muss speeden. Triffst du endlich? Endlich! Boah! Ich weiß, ich hätte auch wechseln können, aber ich würde es wirklich mal schaffen. Okay. Ja, dann muss ich jetzt mal zum Pokécenter heilen gehen. Und ich soll auch Paraheiler kaufen. Gut. Dann kaufe ich schon mal. Dann kaufe ich schon mal so ein Paraheiler. So. Da haben wir ihn. So, dann gehen wir wieder zur Arena. Dann wir sind wieder bereit. Noch kurz wechseln. Was? Dann machen wir weiter. So. Ja, dich fordere ich mal heraus. Ich bin ein Fliegengewicht, aber ich habe eben Umgang mit Elektrizität. Bin ich Profi. So,
Mechaniker Alfred fordert mich heraus. So. Schaufler. Sehr effektiv. Aber noch nicht gekillt. Ich bin das mal mit Loot. Und als nächstes schickt er Magnetilo. Ja, gegen den können wir auch Blut einsetzen. Weil der ist so ein Stahltyp. Ja. So. Das Interessante an Stahltypen in der ersten Generation ist aber, dass es den Typ damals zwar gab, aber es nur so zwei Pokémon diesen Typ gab. Also nur so Magnetilo und Magneton. Das waren damals die einzigen Stahl-Pokémon. Und die konnten nicht mal Stahlattacken, glaube ich. Ein Kurzschluss! Ja. Dann machen wir weiter. Mein Bob war mein Ausbilder. Okay. So, eine Herausforderung von Gentleman Claudio. Und ich schicke einen Pikachu im Kampf. Ich habe auch einen Pikachu. So, das Pikachu wurde geschlagen. Und Spieler besiegt. Stopp, du bist zu gut. So, jetzt kommen wir an der Stelle, wo ich einen Cut machen muss. Denn ist jetzt hier diese ganze Mülleimer. Jetzt muss ich so ein Spiel spielen. So, hier ist nichts, wo es Abfall. Ich muss jetzt so einen Hebel finden. Aber zweimal hintereinander muss ich es finden. Ha, hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn bestätigen. Das erste Schloss wurde entriegelt. Und jetzt das Problem. Wenn ich jetzt bei einem Mülleimer klicke, wo kein Hebel ist, dann muss das alles von vorne machen. Und das ist wirklich schwierig. Da jetzt passiert's. Das Ziel ist halt, diese Laser da wegzumachen. Ja, dann mache ich hier mal einen Cut und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Also nicht zum nächsten Mal, sondern bis ich's geschafft habe. So Leute, ich bin wieder da. Und ich habe jetzt den richtigen Hebel gefunden. Zweimal hintereinander. Und jetzt wird das letzte Schloss verriegelt. Das Tor öffnet sich und ich kann jetzt den Arenaleiter herausfordern. So. Ja, dann machen wir es mal. Ich versuche es einfach mal. So. Kitty, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Leiter Metabob fordert uns heraus. Super. Okay, Schaufler. Das mache ich auf jeden Fall. Okay, Kreideschein. Das mal mit Blut. Stimmt ja. Super Trank. Natürlich, jeder Arenaleiter ist so. Aber es reicht eigentlich. Doch nicht. Aber fast. Noch einmal, dann haben wir es. Schafft.
dieses schickte Pikachu. Obwohl, ich probiere mal. Wie viel Schaden macht Blut gegen Pikachu? Ich meine, dadurch habe ich auch die Chance, dass mein Paradox sich paralysiert wird. Und es ist ein Volltreffer. Nice. Und als nächstes kommt Raichu. Ja, ich mache jetzt mal eine coole Strategie. So. Setze jetzt einfach mal Giftpuder ein. So, Giftpuder. Ah, macht Doppelteam. Das heißt, es kann daneben gehen. Aber es trifft. Super. So, ich mache es einfach so, weil das ist sein stärkstes Pokémon. Ach komm, machen wir mal Konfusion. Natürlich, Hyperheiler hat er auch. Obwohl mir ehrlich sein, dass er einen Hyperheiler hat, hat mich überrascht. Ich dachte, nur Supertrank, aber doch nicht. Und wow, hat sich auch verwirrt. Super. Okay, macht aber Doppelteam. Und es hat mich getroffen wegen diesem Doppelteam. Und er ist nicht mehr verwirrt. Oh, schade, das sah gerade gut aus. Trifft sowieso nicht. Ja, wisst ihr was? Ich gehe einfach zurück zu Paradox. Obwohl, killen wir einfach mal Polente. Dann kann Paradox früher angreifen. Nice. Okay. Ja, dann machen wir mal Schaufler. Ach, scheiß Doppelteam. Sorry, ich muss jetzt vorspeeden. Doppelteam und paralysiert, das dauert ewig. Das dauert wirklich ewig. Ich muss einfach vorspeeden. Das wird zu lang. Okay, ich muss hier jetzt ein bisschen heilen. Ey, Slam. Triff doch endlich mal. Der Mega-Hieb. Ja, jetzt macht er aber sicher wieder Supertrank. Oh, doch nicht. Aber warum mache ich überhaupt Donnerschock? Ist doch nicht sehr effektiv. Ja, muss jetzt wirklich viel spammen. Muss jetzt einfach vorspeeden, weil es so nervig. Ja, ich verschwinde einfach meine Supertränke, bis ich endlich treffe. Da, er will nicht treffen. Das ist nervig. Come on, triff endlich. Warum? Triff! Ist das wirklich so schwer? Ja, endlich. Darauf habe ich gewartet. Muss es so viel vorspeeden, wegen diesem Doppelteam und dieser Paralyse. So. Okay. Wow. Du weißt, wie man kämpft, Kitty. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. Schockwelle. Ja, Schockwelle. Elektro-Pokémon können diese Attacke lernen. Nice. Ja. Einfach wegen diesem nervigen Doppelteam. Ich muss vorspeeden. Sonst würde der Kampf ewig dauern. Ich musste einfach. Ich will nicht, aber ich muss. Ich will nicht, dass dieser Part zu lang dauert. Aber ich will auch nicht, dass ich zu viel überspringe.
Aber egal, war nur ein Kampf. Nein, wir einfach unsere Pokémon. So. Mal schauen. Soll ich mal Dennis Tan eine Schockwelle beibringen? Ich glaube, ich könnte mal Donnershock wegmachen und einfach mal Schockwelle beibringen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Jupp. Also 20 mehr Stärke als Donnershock, weil Donnershock Stärke ist 40 und Schockwelles Stärke ist 60. Also ja. Vergiss Donnershock und lern einfach Schockwelle. So. Passt. So, was wollen wir mal machen? Okay, also wir müssen jetzt eigentlich da hier weitergehen. Aber ich möchte hier noch ein paar Trainer schlagen, weil die haben wir noch vergessen. Ah, und das ist so ein Assistent. Oh, hallo Daniel, wie geht's dir? Ich bin es, einer von Professor Eis Assistenten. Hast du bereits einen anderen Assistenten getroffen? Er hat ein Paket von Professor Eis für dich. Ich sagte, er sucht dich bei Route 2, Daniel. Wenn du bei Route 2 bist, halte nach ihm Ausschau. Aha, ist jemand bei Route 2? Kann auf meine Karte schauen. Und. Ja, es jetzt fällt mir auf, dass ich keine Karte habe, oder? Habe ich jetzt wirklich vergessen, am Anfang des Spiels so eine Karte zu bekommen? Ernsthaft? Ja, als ob. Als ob. Wie kann ich es vergessen? Wie kann ich das nur vergessen? Egal, hier ist eine Karte. Route 2. Route 2 ist so... Ah, ich weiß, wo es ist. So näher von Dickdas Höhle. Ja. Ach komm, gehen wir zuerst zu Dickdas Höhle. Und schon einfach dort. Bevor wir mal diese anderen Trainer schlagen. So. Habe ich aber Schutz, weil das sind viele Dickdas. Obwohl, ich habe auch noch keins gefangen. Aber ich schaue trotzdem wegen Schutz. Habe ich keins. Hab keins. Ich... Ja, dann hole ich mir einfach mal Schutz vom Supermarkt. Ich brauche Schutz, da haben wir es. Nimm einfach voll 25 Stück davon. Ich meine, warum nicht? Supertrank brauche ich auch mal wieder. Wegen diesem Kampf. So. Gut. Dann fangen wir mal irgendwo so ein Dickda. Ja, einfach mal ein Dickda, um den Pokédex auszufüllen. Warum nicht? Dickda. 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 Okay, da ist jetzt ein Dickda. Ja, dann... Ja, ich mach mal zuerst Schaden. Ich hoffe, es überlebt. Ja, es überlebt. Super. Intensität hat keine Wirkung. Ja, bei Seogum ist es ja ein Flugtyp. So. So, dann... Ah, hab nur zwei Stück Pokebälle. Uff. Muss ja hoffen, dass es drin bleibt.
Yes! Super. Es liegt drin. Danke. Ja, muss aber später wieder Pokebälle kaufen. Pokémon Nummer 50. Dick da. Das Maulwurf-Pokémon. Größe 0,2 Meter. Gewicht 0,8 Kilogramm. Es gräbt sich in geringer Tiefe durch den Erdboden. Dadurch hinterlässt es durchwühlte Erde und ist somit leicht zu finden. Willst du Dick da einen Spitznamen geben? Nein. So, jetzt brauche ich mal meinen Schutz. Schutz. Es kann aber auch die Chance sein, dass noch ein Dick da auftauchen kann. Oder sogar ein Dickdreh. So, Dickdreh gibt es ja auch, aber ist selten. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt Dickdreh nicht fangen, weil ich habe nur einen Pokéball. Und es zu fangen ist schwerer. Schutz wird jetzt schon nicht wieder. Alter. Das waren schon 100 Schritte. Ist ja so weng. Okay. Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weitere Spezialtechniken, wie zum Beispiel den Zerschneider, anwenden. Suche nach Abra. Tauschst du es gegen Pantimos? Stimmt, nur so kann man Pantimos bekommen. Ja, aber ich glaube, so ein anderes Mal. Irgendwann mal, wenn ich Lust habe. Ja. Aber gut, setzen wir mal Zerschneider ein. Um diesen Baum da wegzumachen. Und suchen wir mal nach diesen Assistenten. Das ist er. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eis Assistent. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM5. Also Daniel, was hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja? Super, du hast 22 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Das hast du dir redlich verdient. VM5. Super. Jetzt haben wir VM Blitz. Mit der VM Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Nice. Sobald eines der Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Okay, und sonst gibt's hier nichts. Okay, dieses Item gibt's. Ja, ein Äther. Paraheiler. Okay. Aber ich glaube, ich gehe mal kurz hier nach unten und hole mir jetzt eine Karte, weil ich glaube, das haben wir vergessen. Also glaube ich. Muss jetzt leider speeden. Sonst, ja. Weil das passt zum Part nicht dazu. Also ich hole mir einfach mal kurz so die Karte, die ich am Anfang vergessen habe. Und zwar bekommt man die von der Schwester des Rivalens. Opa hat dich um einen Botengang gebeten? Hier, das wird dir weiterhelfen. Und ich erhalte eine Karte. Nice. So, das habe ich vergessen, das hätte ich schon am Anfang holen können. Aber das habe ich vergessen. Egal. Gehen wir einfach weiter. Und ja. Ja, einfach Fahrrad nehmen. So geht's auch. So. Brauche ich nicht wieder vorspulen. Wir sind wieder da. So. Gut. So, Zerschneider. Setze ich ein. Setze ich natürlich ein. So. Brauche jetzt wieder Schutz. Ich meine, warum nicht? Ja, gut, dass ich viel gekauft habe. Weil dieser Schutz, der halt nicht lange, der haltet wirklich nicht lang. 100 klingt zwar erst nach viel, aber
Ne? Ist sehr wenig. Wirklich wenig. So. Gut, dann schlagen wir mal ein paar Trainer. Ja, Hasio kommt jetzt auf erste Stelle. Distel ist auf zweiter Stelle. So. Und wir haben einen Aufwacker gefunden. Nice. Okay, dich habe ich schon geschlagen. Schutz wirkt nicht mehr. So. Dich habe ich noch nicht geschlagen. Wettkämpfe! Ich kann ihn nicht widerstehen! So, Spieler Kunibert. Kunibert, ist das ein Name? Okay. Kunibert schicken Knovenza im Kampf. Nice. Knovenza wurde besiegt. Zero Gomez erreicht Level 25. Und das nächste schickt er Mirapla. So, ja, wieder Konfusion. Ist ja wieder so ein Pflanzengift-Typ. Easy. Nice, gewonnen. Und das ist ein Item. X-Abwehr. So, dich musst du auch noch schlagen. Nimm dich vor Hochspannung in Acht. So. In der Ausrüstung von Mechanica Hasso. Magnetilo wird von Mechanica Hasso in den Kampf geschickt. So, los, Mateo Gomez. Gut. Okay, Giftpuder geht glaube ich nicht, weil Gift hat keine Wirkung auf Stahltypen. Ich mach mal Schlafpuder. Auch gewacht. Ja, dann wechsle ich einfach. Hab keine Lust auf Superschal. Ja, und mit einem Schlag gekillt. Nice. Und es ist der schickte Magnethorn. Ja, einfach dasselbe machen. Und Magnethorn wurde auch besiegt. Super. Können wir Grimasse lernen? Ja, nein, danke. Mechaniker Hasso wurde besiegt. Au, der Funk ist übersprungen. Da ist noch einer. Versuche dein Glück gegen mich. Herausforderung von Spieler Jannis. Quapse wird von Spieler Jannis in den Kampf geschickt. Okay. Konfusion. Machen wir einfach nur Konfusion. Puh, zum Glück. Zum Glück. D
Jetzt dieses Stück da, Sepa. Okay, Seepferd, mach es fertig. Maceo Gomez, mach die Seepferd kaputt. So. Und noch, Töckel. Bam. Oh nein, mein Seepferd. Du Monster. Das Glück hat mich verlassen. Ich will niemals mit dir kämpfen. Ach, halt's Maul. War das eine Beleidigung? Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Eine Rüstung von Mechaniker Dennis. Magnetilo wird von Mechaniker Dennis in den Kampf geschickt. Los, Mateo Gomez. Okay, was machen wir mal? Okay, ich wechsle einfach zu Paradox, so wie ich es vorher gemacht habe. Bitte kein Superschall. Natürlich Superschall. Muss wieder speeden. Mach ich immer wegen den Superschall. Nervigste Attacke. Nutze ich zwar gerne, aber trotzdem nervig. Und noch gleichzeitig paralysiert. Super, du möchtest mich ärgern. Danke. Mechaniker Dennis wurde geschlagen. Das war ein Stromschlag. Ja, ich wechsle einfach mal zu Dennis Tennis. Ich habe noch nie gewonnen. Lass mich gewinnen. Nein. Oh, komm schon. Herausforderung von Spieler Marco. Und er schickt Vulcano im Kampf. Slam. Und er macht Brille. Ja, danke. Jetzt kann ich Polente nutzen. Ja komm, Schnabel. Danke, alter Mann. Jetzt kann ich ein Huhn essen. Das wollte ich aber nicht machen. Ich will nur gewinnen. Also es wird Vulpix im Kampf geschickt. Ja, dann bleibe ich noch. Ihr Licht. Denn das Tennis brennt. Ist mir egal. Einfach Schockwelle. So. Ich dachte, du lässt mich gewinnen. Nein. Nein. Ich lasse dich nicht gewinnen. So, zurück zu Maceo Gomez. In meiner Klasse bin ich der Beste. Eine Herausforderung von Teenager Valentin. Radfratz wird von Teenager Valentin in den Kampf geschickt. Los, mein Ratzefratzefratz. So. Konfusion. Und bam.
Ja, ich bleib einfach da. Noch ein anderes Ratz, Fritz, Fritz. Super. Und das ist tot. Du Monster! Du tötest meine Freunde! Und jetzt schickt er ein Radikal. Los, Radikal! Ey, was tust du mit meiner Ratte? Ich vergifte ihn. Das ist doch böse. Ich meine, was soll das? Wieso sind diese Spiele immer so? Ist Pokémon. Man kann alles machen. Radikal wurde besiegt. Silvio Gomez erreicht Level 26. Ich muss meine Pokémon mehr trainieren. So, was haben wir hier? Fluchtseil. Und da haben wir noch so einen alten Mann. Bis habe ich noch nie verloren. Sonst hat mir deine Pokémänner. Ich hab Pokémänner. Wunderbar, los. Okay, wehe, du machst Superschall. Super, Schlafpuder trifft. Bing. Ja, und ist wieder aufgewacht. Aber egal, noch einmal Konfusion. Dann haben wir schon. Nice. So, es ist hier schickter Magnetilo. Ich hoffe, Glut trifft. Spamme gerade den A-Knopf. Ja, super. Muss wieder vorspeeden. Oh, geht doch. Spieler besiegt, Spieler Dirk. Es geht dir mein erstes Mal. So, wir können auch hier mal vorbeischauen. Ah, ich habe da gerade ein Item gesehen. Da. Superball. Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, in allen Spitznamen zu geben. In Lavandia lebt der Mann, der Spitznamen von Pokémon bewertet. Er nimmt auch Namensänderungen vor. Schon mal danach. Ich suche nach Nidorino. Tauschst du es gegen Nidorina? Nein. Oh je, wenn das so ist. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eis Assistent. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor. Also Daniel, hast du 30 unterschiedliche Pokémon gefangen? Nein, nur 22. Ich habe eine gute Idee. Komm wieder, wenn du 30 Pokémon besitzt. Ich hebe dir dein Geschenk auf. Du schaust im Fernrohr. Mitten auf dem Weg sticht ein großes Pokémon. Du schaust im Fernrohr. Der einzige Weg von Anzure City nach Lavandia führt durch den Felstunnel. Ja. Und wenn man da hingeht, dann ist der Weg blockiert. Denn hier ist ein Relaxo. Ein schlafendes Pokémon blockiert den Weg. Ja. Aber naja. Ja. Also, ich würde mal sagen, ich beende schon mal den Part. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Let's Play Pokémon Feuerrot gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.